Heute möchte ich zeigen, wie man die Aardox bzw. GK Super 8 Kassette einfach öffnen kann, um sie wieder zu befüllen. Die ist nämlich im Gegensatz zur Kodak Kassette wesentlich leichter zu befüllen. Das geht zum Großteil im Hellen, dazu gibt es hier ein Parallelvideo. Und sie ist auch zerstörungsfrei zu öffnen. Leider, wie man hier sieht, diese habe ich schon viele Male benutzt, leider hat Aardox angefangen, vor einiger Weile die Kassetten stärker zu verkleben. Wahrscheinlich gab es Probleme, dass sie bei Entnahme aus der Kamera sich geöffnet haben und man möchte einem GK wahrscheinlich auch die wiederbefüllbare Kassette verkaufen, die natürlich Luxus ist gegenüber dieser Lösung. Aber trotzdem wollte ich zeigen, wie man diese Kassetten öffnen kann, ohne spezielles Werkzeug und sie dann mehrmals wiederverwenden. Der Trick, und da hilft es, diese anzugucken, ist, dass die Verklebung hier stattfindet. Der Innenkörper ist seitlich mit den Schalen verklebt. Und wenn man die einfach abhebelt, dann kann es, was man hier sieht, passieren, dass diese Deckel einreißen. Da sind die Kassetten nicht mehr lichtdicht. Das wollen wir also vermeiden. Der Trick ist, man tut den Spulenkorn, Dorn nach links und das Filmfenster nach oben, hält die Kassette also so rum. Und jetzt nimmt man den Schraubenzieher. Keine Angst vor Gewalt, dieser Kunststoff ist sehr stabil, kracht und kommt auf dieser Seite so darunter. Jetzt zieht man einmal hier lang und hört, wie die Klebe dabei abplatzt. So, jetzt macht man das Ganze hier, kann ich mit der Hand schon weitermachen und dann auf der anderen Seite auch nochmal hebeln und auf die Seite mit dem Spulendorn runter. Ah, da ist viel Klebe, das hört man. Macht nichts, dass die Kassette hier außen ein bisschen kaputt geht. Das ist, tut dem Innenleben keinen Abbruch. Jetzt, wo ich das habe, kann ich sie öffnen, einmal den Dreck raus und in Zukunft, funktioniert auch noch, und in Zukunft ganz einfach wieder befüllen. Manchmal geht die andere Hälfte auch entsprechend schwer ab. Man darf nicht zu sehr verkanten, sonst brechen die kleinen Plastikstifte ab, aber auch hier kann man noch einmal so längs gehen. Ich vermute, die Klebe ist hier. Zack. Wie gesagt, Kratzer sind kein Problem, wir sind hier im sicheren Bereich. Weil das Innere des Gehäuses komplett gekapselt ist. So, eine Kassette geknackt erfolgreich und die lässt sich dutzende Mal problemlos wiederbeladen.